Der Begriff Rheuma wurde von dem französischen Arzt Guillaume de Bayeux geprägt. Er lebte von 1538 bis 1616 in Paris. Er hatte die Vorstellung, dass durch das Fließen von kaltem Schleim vom Gehirn in die Arme und Beine Schmerzen entstehen. Und deshalb leitet sich der Begriff Rheuma auch von dem griechischen Begriff Fließen ab. Heute versteht man unter Rheuma oder rheumatischen Erkrankungen eine Vielzahl von verschiedenen Erkrankungen mit verschiedenen Ursachen. Das heißt, ein einheitliches Rheuma gibt es nicht. Es gibt verschiedene rheumatische Erkrankungen, deren Ursache unterschiedlich ist. Und bevor man eine Therapie macht, muss genau geklärt werden, um welche Form des Rheumas es sich handelt. Die Ursache kann einerseits in Verschleißerkrankungen liegen, andererseits können es auch Entzündungen sein. Entzündungen, die aus dem Körper selbst kommen, sogenannte Autoimmunerkrankungen, oder Entzündungen, die durch Bakterien oder andere Krankheitserreger ausgelöst werden. Wenn dies geklärt ist, erst dann kann man eine spezielle Therapie machen. Da es heute sehr unterschiedliche Therapien gibt und im Gegensatz zu früher auch sehr viel effektivere Therapien gibt, ist die Klärung der genauen Ursache der Schlüssel zur Heilung. Die Rheuma-Liga ist eine Vereinigung von Laien, in dem Laien von Laien und auch von Ärzten über die verschiedenen rheumatischen Erkrankungen informiert werden und in dem auch zum Beispiel durch gemeinsame Gymnastik im Wasser oder im Trockenen gemeinsame Therapien durchgeführt werden. Da die Ursachen des Rheumas sehr unterschiedlich sind, stellt die Rheuma-Liga eine große Anzahl von unterschiedlichen Informationsmaterialien für alle rheumatischen Erkrankungen zur Verfügung. Es ist sehr wichtig, dass nicht nur für sich allein Gymnastik gemacht werden, sondern die Gymnastik in der Gruppe führt dazu einfach, dass es mehr Spaß macht und auch länger durchgehalten wird. Wer nur zu Hause für sich allein etwas macht, wird sehr bald die Lust verlieren und wird nicht mehr richtig in Bewegung kommen. Außerdem sind diese Gruppen eine Begegnungsstätte, in der man sich über seine rheumatische Erkrankung austauschen kann. Man erhält oft von Mitpatienten und Mitleiden Informationen, die man sonst beim Arztbesuch einfach nicht erhält. Und man kann sich so weiter und besser informieren und sieht, dass man mit seinen Beschwerden nicht alleine ist. Die Rheuma-Liga hat ein großes Netzwerk von Arbeitsgemeinschaften in ganz Thüringen, an die Sie sich wenden können. Die Adressen erhalten Sie über die Geschäftsstelle und Sie können dort erleben, was Rheuma-Liga ist und die entsprechenden Informationen bekommen.